Während der Superbrands in Germany 2016-2017 für die Persönlichkeit des Jahres geht an Wotan Wilke Möhring. Ganz herzlichen Glückwunsch. Für die tollen Worte und für die tollen Bewegbilder und ich könnte das jetzt ganz kurz machen und sagen, endlich habe ich schriftlich, wenn jemand zu mir sagt, du bist aber eine Marke, das wäre die Kurzform. Die andere Form war, dass ich kurz überlegt habe, was, also erstmal ist es meine absolute Lieblingspreisverleihung jetzt, weil es ist die schnellste, alle waren einmal auf der Bühne und alle gehen mit dem Grinsen nach Hause, das ist doch sehr gut. Dann habe ich überlegt, was Marken und Persönlichkeiten gleich haben, was ihnen ähnlich ist. Und das ist natürlich so, dass Marke, das klingt so technisch, das klingt so fern dessen, was es eigentlich ist, nämlich dass es von Menschen gemacht ist. Da sind Menschen dahinter. Jetzt sehe ich hier einen Saal von Menschen, die für diese Marken stehen. Aber umgekehrt steht die Marke auch für diese Menschen. Das finde ich ganz interessant. Dann verkaufen sie Träume, Emotionen, Eigenschaften, Hoffnung an das Publikum, an den Zuschauer. Und das mache ich auch. Da habe ich überlegt, das mache ich ja auch. Das versuche ich auch. Und es ist ein Versprechen. Die Marke verspricht dem Konsumenten was. Und er nimmt es an oder nicht. Das ist ein Geben oder Nehmen. Es gibt nichts. Es gibt den einen nicht ohne den anderen. Die Marke wäre kein Superbrand und nicht so bekannt und in unser aller Munde und gäbe uns so viel Halt in dieser Realität, wenn sie nicht das Versprechen angenommen hätten, der Konsument. Und genauso ist es auch, und so würde ich gerne auch das Versprechen, was ich hier heute von der einen Seite bekomme, gerne annehmen und weiterführen in die Zukunft und mich dafür ganz herzlich bedanken, dass ich versuche, auf meiner Seite das Versprechen zu halten. Herzlichen Dank. Erlauben. Zum einen eine Frage, die Sie wahrscheinlich nie gehört haben in den letzten Wochen. Wie wird denn der 50. jetzt nächste Woche gefeiert? Ach ja, 50 werde ich auch. Deswegen 50 Marken auch und so. Tatsächlich drehe ich... Wir sind Füchse, oder? Ja. Tatsächlich drehe ich an dem Tag. Ich fahre morgen nach Hamburg und drehe dort einen Tatort. Das heißt, an dem Tag werde ich drehen. Und ich weiß nicht, also natürlich Fragen, haben mich alle nach dem 49. nicht gefragt, wie sich es anfühlt. Es ist ein weiteres Jahr dazugekommen oder kommt dazu. Man weiß, man hat mehr als die Hälfte erledigt. Aber ansonsten wissen wir alle, dass Zeit so subjektiv ist, Alter ist so subjektiv wie Zeit. Die vergeht mal im Flug, mal gar nicht. Und mal fühlt man sich bescheuerte 16, mal fühlt man sich geriatriehafte 75. Also da bin ich frei vom Alter. Zum Thema Zukunft noch eine Frage. Gibt es denn irgendeine Rolle, die Sie gerne mal noch spielen würden? Sie haben ja wahnsinnig viel schon gemacht. Oder irgendein Thema, was Sie gerne noch umsetzen würden? Also unheimlich gerne würde ich mal wieder ins böse Fach wechseln, weil die Abgründe, die uns alle faszinieren, die sind ja auch sehr menschlich. Das reizt mich nach wie vor, auch wieder da abzutauchen. Und was immer gut ist, ist die Welt retten. Also sowas. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schönen Abend wünsche ich allen. Darf ich Sie an der Stelle tatsächlich entlassen?